Unser Projekt war es, den Wetterballon, also mit einer Sonde auszustatten, zu starten, eine akzeptable Höhe zu erreichen und dann wieder zu bergen, wenn er gelandet ist. Und dabei den Funkkontakt über verschiedene Technologien zu halten und verschiedene Sachen auszuprobieren. Nach wochenlanger Vorbereitung fehlen jetzt nur noch die letzten Handgriffe. Die Genehmigung wurde eingeholt und die Messelektronik immer wieder getestet, um Ausfälle zu verhindern. Die 70 Kilogramm schwere Gasflasche beinhaltet mehr als genug Helium, um den Ballon in die Stratosphäre steigen zu lassen. Doch bevor das Gas in den dehnbaren Ballon gelassen werden kann, muss sichergestellt werden, dass sich der Bremsfallschirm richtig öffnet. Ist er verknotet, fällt der Ballon nach dem Platzen wie ein Stein auf die Erde und kann großen Schaden anrichten. Eine Styroporbox dient als Plattform für Sensoren, einen Platinencomputer, Akkus und eine Kamera. An der Außenseite der Box sind Antennen angebracht, um in Echtzeit die Position des Ballons bestimmen zu können. Fest verschnürt wird die Styroporbox am tiefsten Punkt des Gespanns frei hängen. 10 Meter Schnur trennen sie vom Fallschirm. Dieser befindet sich in der Mitte des Gespanns und verbindet die Box mit dem eigentlichen Ballon. Vorsichtig und behutsam muss der flexible Latexballon auf der Plane ausgebreitet werden. Kontakt mit dem Boden oder allein mit der Hand könnten die Hülle beschädigen und der Ballon würde vor seiner Gipfelhöhe platzen. Ab diesem Punkt darf die dünne Hülle nur noch mit Handschuhen angefasst werden. Das Aufblasen des Ballons dauert etwa eine halbe Stunde. Der Ballon wurde mit Gas gefüllt. Es waren etwa 100 Bar Ballongas, die wir dort eingefüllt haben und aufgeblasen. Und da hat schon der Wind sehr gestört. Die Funktechnik haben wir am Boden auch noch einmal ganz durchgetestet. Sie hat auch Probleme gemacht. Ein Kabel hat sich gelöst, wie wir festgestellt haben. Nachdem das behoben war, konnten wir die ganze Sonde einpacken und starten. Endlich steigt der Ballon in die Höhe. Doch etwas stimmt nicht. Dann war der Wind etwas stärker, als wir gedacht haben. Dann waren wir etwas zu nah an der Stromleitung dran. Da musste man den Startort mal einige hundert Meter in eine andere Richtung verschieben. Noch ein paar letzte Meter muss der Ballon am Boden gehalten werden. Doch dann kommt der Augenblick, auf den monatelang hingearbeitet wurde. Schnell übersteigt der Ballon die hohe Stromleitung und kann seine Reise an den Rand des Weltraums beginnen. Ab jetzt entscheidet nur noch die Windrichtung und Geschwindigkeit, wo der Landeort sein wird. Die vorab durchgerechnete Landevorhersage deutet auf ein unbewohntes Waldstück hin. Der wolkenfreie Himmel bietet ideale Bedingungen für die Kamera und erleichtert das Verfolgen des Gespanns am Boden. Wir haben auch eine Direktverbindung zu unserem Wetterballon. Und zwar haben wir zwei Funkverbindungen. Einmal über ganz alte RTTY-Technik. Die zweite Verbindung ist über ein LoRa-Modul. LoRa wird normalerweise für kleine IoT-Geräte verwendet. Das reicht aus, um einige 10 Kilometer zu überbrücken. Und mit dieser großen Antenne können wir das Ganze dann sehr gut empfangen. Beide Verbindungen nutzen wir, um GPS-Daten und Bilder, die komprimiert werden, herunterzusenden und zu dekodieren. Wir haben noch Kommunikation mit dem Ballon. Der ist jetzt inzwischen auf 10 Kilometern Höhe. Und wenn wir alles eingepackt haben, werden wir den Ballon hinterherfahren. Das Panorama des Rheintals beginnt sich unter der Sonde auszubreiten. Unser Ballon ist laut Daten jetzt über Mülheim-Kärlich in etwa 12 Kilometern Höhe. Das passt auch sehr gut mit unserer Vorhersage überein. Also er fliegt eigentlich ziemlich genau den Weg, den wir errechnet haben. In Höhen, dreimal größer als Passagierflugzeuge fliegen, ist die Atmosphäre nur noch als dünne, blaue Linie erkennbar. Wir sind jetzt dem Ballon hinterhergefahren. Der Ballon ist schon geplatzt, befindet sich gerade im Sinkflug. Wir haben jetzt einige
Messungen gemacht, wieder Kontakt aufgenommen, neue Positionsdaten ermittelt. Und wir denken, dass der dann in etwa 10 Minuten landen wird und dann werden wir zu der Landeposition fahren. Wir haben regelmäßig noch Positionssignale empfangen. Allerdings haben wir schon gemerkt, dass diese Positionssignale weit ab von unseren Vorhersagen waren. Wir haben nochmal durchgerechnet, dass dieser Ballon sehr viel langsamer gesunken ist, als wir angenommen haben. Und dadurch ist er sehr viel weiter nach Osten gedriftet, als wir berechnet haben. Auf dem Weg dorthin haben wir immer mehr hohe Bäume gesehen, viele hohe 20, 30 Meter hohe Tannen. Da haben wir schon etwas Sorge bekommen, dass der Ballon nicht ganz so einfach zu bergen wird. Die Akkus und die Sendetechnik haben den langen Weg durch die Atmosphäre und sogar den Aufprall auf dem Boden überstanden und helfen nun bei der Ortung. Die Suche verläuft quer durch den Wald. Mit jeder Minute steigt die Spannung, ob sich der Ballon auf den letzten Metern zur Erde in einem Baum verfangen hat. Nach mehr als 3 Stunden in der Luft landet die Sonde so sicher, wie niemand zu denken gewagt hätte. Hier auf dieser wunderschönen Lichtung haben wir den Ballon dann gefunden. Direkt auf Erdbodennähe, keine Bergung nötig. Ja, also alles sehr viel glücklicher ausgegangen, als wir befürchtet haben. Die Mission ist erfolgreich beendet, aber die Auswertung der Messdaten kann erst jetzt beginnen. Das eingebaute GPS hat regelmäßig Position und Höhe gespeichert. Insgesamt wurde eine Strecke von 100 Kilometern zurückgelegt. Die GPS-Daten zeigen, dass das Vorhersagenmodell die richtige Windrichtung beinhaltete, aber die Geschwindigkeiten zu gering waren. Der Bodenwind trieb den Ballon zuerst nach Norden. Danach drehte die Windrichtung komplett um, weshalb er am Rhein entlang nach Süden flog. Für den Aufstieg brauchte er bis zu einer Gipfelhöhe von 36 Kilometern etwa 2 Stunden. Der niedrige Luftdruck führte dazu, dass der Ballon aber nur 1 Stunde zum Landen brauchte.